Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit der 10. Ausgabe der 3 Bücher die Reihe und ich habe wieder 3 Bücher hier liegen mit dem Thema 3 Bücher, die ja, Tiere im Grunde unterhaltsam in die Geschichte mit eingeflochten haben, also wo Tiere ihre Hauptrolle spielen. Ich habe hier 3 Highlight-Bücher liegen. Ja, ich hätte auch so 4, 5 gehabt. Aber ich musste mich dann ja für 3 entscheiden und ich glaube, ein Buch oder eine ganze Reihe, die mich in den letzten Jahren sehr begeistert hat, ist Die Katze des Dalai Lama von David Michie. Mittlerweile 5-teilig, der 5. Band ist vor kurzem auch erschienen und ich bin der buddhistischen Philosophie ja sehr positiv zugewandt. Ich ziehe aus Meditation, Yoga und anderen Dingen, die dieser Philosophie entsprechen, sehr viel Kraft und auch sehr viel Motivation und viele Impulse für ein positives und schönes Leben. Und war hier sehr neugierig, was David Michie hier so ein bisschen mit der Katze des Dalai Lama uns präsentiert. Und ja, es geht tatsächlich einfach um die Katze, die eines Tages vom aktuellen Dalai Lama auf der Straße gefunden wird. Damals ist sie noch ein sehr junges Kätzchen und sie wird eben von ihm aufgenommen, kommt mit in seinen Potala-Palast in Tibet und oder in Indien, ist ja, also ja, na, je nachdem, wo er sich gerade befindet. Und sie wird im Grunde aufgenommen, sie führt uns durch das Leben des Dalai Lama, welche Gäste zu ihm kommen, welche Prominenten bei ihm sind, wie sein Alltag aussieht, wie drumherum alles so ein bisschen abläuft und zeigt uns eben das buddhistische Leben aus der Sicht einer Katze. Und Katzen sind, finde ich, sowieso per se die besten Buddhisten, wenn man so möchte, weil sie tatsächlich das Leben einfach genießen und im Hier und Jetzt sind. Das ist ja was, was manche Menschen ihr ganzes Leben nicht hinbekommen, was auch gar nicht schlimm ist, ne? Aber ja, und sie erzählt uns über diese 5 Bände eben ja wirklich auch sehr viel über den Buddhismus und der Fokus oft in den Geschichten ist eben auch immer so ein bisschen auf ein gewisses Thema im Buddhismus gerichtet und ich bin einfach ein großer Fan. Also ich liebe die Katze, Katze seiner Heiligkeit, die Rinpoche. Wird sie genannt. Ich liebe, wie dieses Zusammenspiel aus buddhistischen Weisheiten, Katzenweisheiten, dieses Freche auch durchaus von Katzen, dieses Forsche, dieses sehr Direkte im Zusammenspiel so ein bisschen ist und ich mag das super gerne. Ich mag, was David Michie hier als Reihe aufgebaut hat. Es gibt keinen Band, der mir nicht gefallen hat und ich bin einfach ein großer Fan und finde, wer Katzen liebt und dem Buddhismus durchaus offen ist, ich glaube, der findet hier eine ganz, ganz tolle Reihe. Ja, hier haben wir nun einen Hund und zwar mit Gobi durch die Wüste von Dion Leonard. Eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Das heißt, Gobi, den Hund und auch Dion Leonard gab es wirklich, finden wir hinten auch ein Bild. Und ja, wir lernen im Grunde den Autoren kennen als Extremläufer, der viele Kilometer läuft, der viel durch Wüsten, durch verschiedenste Landschaften läuft. Und eines Tages ist er eben zu einem Lauf in der Wüste Gobi und trifft eben dort auf einen Hund. Und dieser Hund begleitet ihn. Und das ist wohl erstmal gar nichts so Ungewöhnliches, aber diese Bindung zwischen den Beinen, ja, die ist etwas doch sehr Spezielles und der Autor möchte dann eben irgendwann diesen Hund auch mit zu sich nach England nehmen. Das ist aber, wie man dann erfährt, gar nicht so einfach. Ich glaube, dass die Geschichte spielt ja auch schon ein bisschen zurück. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann, 2017, 2018. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann er in der Wüste damals gelaufen ist. Aber damals, ja, es ist auch heute nicht ganz so einfach, Auslandshunde einfach mal so mit einzufliegen, ne? Und damals war das eben ein bisschen schwerer. Und wir erfahren so ein bisschen diesen ganzen Prozess, diese Wege, wie auch Social Media das schon begleitet hat. Denn ja, da es die Geschichte eben wirklich gab, können wir da im Grunde auch noch nachträglich auf Blogs gucken, auf Websites und so weiter und erfahren da sehr viel und wie dann im Grunde auch die Geschichte ausgegangen ist. Und ich kann so viel sagen, es gibt schon irgendwie ein Happy End. Und ich muss sagen, mir hat die Geschichte nicht nur gefallen, weil hier diese Liebe zwischen Mensch und Hund so vordergründig erschienen ist, sondern wie sich das auch eingeschlichen hat. Also wie überzeugt Dion Leonard eigentlich anfangs war, er ist hier nur zum Laufen, das ist seine Obsession, das ist seine Leidenschaft. Er hat mir, und ich bin bestimmt kein Läufer, das Laufen sehr nahe gebracht. Also was er dabei empfindet, warum er das macht, was seine Motivation ist,
was er dabei empfindet. Das hat er richtig, richtig gut gezeigt. Und dann merkt man eben ganz langsam bei diesem Lauf in der Gobi, zumindest als Leser, und das war wahrscheinlich auch Ziel des Ganzen, wie so der Fokus sich ein bisschen verändert. Also wie auf einmal ja ein bisschen langsamer gelaufen wurde, weil der Hund soll ja mitkommen. Wie man mehr Pausen gemacht hat, der Hund muss ja trinken und essen. Und ja, wie man auch Platz im Zelt gemacht hat, weil auch der Hund möchte es bequem haben. Und das fand ich so eine wunderschöne Geschichte, so eine wunderschöne Veränderung in diesem Menschen, der mir von vornherein schon sehr sympathisch war. Aber umso mehr er diese Hunde-Tierliebe gezeigt hat, umso mehr fand ich das toll. Und ich mochte einfach diese ganze Geschichte drumherum auch, dass es eben Schwierigkeiten einfach im Leben gibt, die nicht ganz so einfach sind. Und wie man damit eben umgeht, wie man daran wächst, wie es einen verbindet, wie es seine Familie mit Freunden ergangen ist. Und ja, eine wunderbare Geschichte, die mich sehr begeistert hat und die förmlich Reread eigentlich mal widerruft und ja, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Auch die nächste Geschichte ist ja, auf wahren Begebenheiten, nämlich von Gesa Neitzel, Frühstück mit Elefanten. Und wir treffen in dieser Geschichte eben Gesa Neitzel, die ich glaube damals ursprünglich mal in Berlin gewohnt hat, die da auch ein bisschen in den Medien, Journalismusrichtung unterwegs war. Und eines Tages ist sie aber diesen ganzen Trubel einfach satt. Und sie geht dann nach Afrika und sucht sich ein Abenteuer. Sie möchte Elefanten treffen, sie möchte sich Ängsten stellen, sie möchte Löwen sehen und möchte eben auch lange Nächte ja unterm Sternenhimmel verbringen. Und ich finde gerade gar nicht, wo sie als erstes hin ist, sondern es ist nur von Afrika die Rede. Ja, und dann will sie sich als Rangerin ausbilden lassen, um dann eben auch Touristen sozusagen ja durch die Elefantengebiete und so weiter führen zu können. Und wir sind hier von der anfänglichen Gesa Neitzel dabei, die ja vielleicht ein bisschen naiv und trotzdem mutig unterwegs war, dann auch was es für Hürden in Afrika gibt, wie es mit Aufenthaltsrechten und so weiter ist, wie die Einheimischen auf sie reagiert haben, wie es überhaupt angekommen ist, dass auf einmal eine Frau da ist, die im Grunde das werden möchte und nicht ein Mann, wie das Schießen geübt hat, wie sie ihre ersten Tierbegegnungen erlebt hat. Und ich fand es hier wahnsinnig authentisch. Also ich habe mich sehr oft wiedergefunden in Gesa Neitzel, besonders meine ersten Tierbegegnungen in freier Natur. War ich noch relativ jung. Ich weiß, dass die ganz viel in mir verändert haben. Und ich meine jetzt gar nicht nur Tierbegegnungen in Afrika. Also ne, wenn man da eine Giraffe und einen Zebra auf einmal sieht, ist man natürlich schon beeindruckt. Das ist gar keine Frage. Und Tiere wirken in der Natur auch einfach nochmal so viel echter und imposanter und wirklicher, als es in jedem Zoo, und über Zirkus wollen wir gar nicht sprechen, sein kann. Aber man merkt, also ich habe ganz viel von dieser Abenteuerlust von mir gespürt, weil auch immer ich, wenn da irgendwas zu entdecken gibt oder früher dann eben auch einfach gab, ich da immer vorne mit dabei war, ich immer neugierig war, ich immer alles von diesen Führern, Rangern wissen wollte und ich wirklich so der typische Streber in der ersten Reihe stand und gesagt, ich will alles wissen, ich habe ganz viele Fragen gestellt und ja, und so ist sie eben auch. Sie war ist auch noch wissbegierig, neugierig. Sie hat alles ausprobiert und sie hat sich da auch einfach so mit dem Flow mitreißen lassen und hat uns aber auch ihre Probleme gezeigt und dann eben auch so die Freundschaften, die sich verbunden haben. Es gibt ja mittlerweile auch noch zwei weitere Bücher von ihr und ein Buch, was eher nicht so mit ihrem Afrika-Leben zu tun hat, aber das andere ist das letztes Jahr oder vor 2 Jahren erschienen, was dann die Geschichte eben weiter erzählt, wie es ihr in Afrika ergangen ist, was sie dort noch entdeckt hat, was auch so ihre ersten Male in Afrika noch waren und das fand ich auch sehr, sehr schön zu lesen. Habe ich aber, glaube ich, nur als E-Book gelesen. Also, was heißt nur? Na, als E-Book gelesen und fand ich auch richtig schön. Und ich mag diese Freiheitsluft, die hier drin mitschwebt und eben der Fokus auf Tiere, auf den Tierschutz und ohne das aber so mit einem, ja, mit so einem erhobenen Zeigefinger irgendwie zu machen. Und ich finde Gesa Neitzel auch super sympathisch. Ich folge ihr auch auf Instagram und ja, finde das super, was man da immer mal zu sehen bekommt. Und ja, bin da wirklich ein großer, großer Fan von ihr und auch ihrer Geschichte und kann die jedem nur empfehlen. Ja, das waren sie jetzt, meine 3 Buchtipps bezüglich Geschichten, die irgendwie mit Tieren zu tun haben und das eben auf unterhaltsame und schöne Art und Weise. Vielleicht ist ja der ein oder andere Buchtipp für ja, euch dabei gewesen. Vielleicht habt ihr auch Bücher, wo Geschichten rund um ja, Tiere eine Rolle spielen. Dann sehr gerne auch in die Kommentare. Ihr findet die Bücher unten in der Infobox und
und auch die Playlist. Solltet ihr den ein oder anderen Teil der Reihe verpasst haben, schaut hier gerne nochmal rein. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.